bin's Vanni und von mir gibt's heute mal ein etwas anderes Video und zwar ein Tauschpaket-Video. Das habe ich tatsächlich noch nie auf meinem Kanal gemacht. Und ja, das ist kein normales Tauschpaket-Video, sondern auf Thema Wellensittiche bezogen. Denn ich mache dieses Tauschpaket mit der lieben Lida, falls ihr sie noch nicht kennt. Lida hat 4 Wellensittiche und einen Hund und ja, die zeigt sie auf ihrem YouTube-Kanal. Aber ich schätze mal, wenn ihr so im Thema Wellensittiche drin seid, dann werdet ihr sie kennen. Falls noch nicht, dann werde ich euch einmal hier oben ihr Video verlinken und natürlich einmal unten in der Infobox. Also falls ihr euch dafür interessiert, was ich ihr denn so geschickt habe, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Nicht wundern, warum ich euch nur die Rückseite zeige, denn auf der anderen Seite stehen unsere Adressen und die wollte ich jetzt nicht preisgeben. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, Lida, falls du das hier gerade siehst, hoffentlich schaust du es dir an. Ich bin echt gespannt, wie dir meine Sachen gefallen. Und ich hoffe natürlich, ich habe was Schönes für dich rausgesucht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich habe hier schon eine Schere bereitgelegt und dann werde ich das jetzt mal aufschneiden. Ach so, und meine Schwester ist übrigens auch hier. Die ist hier einfach nur am Chillen. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich glaube nicht. Das ist eine Kinderschere, ich brauche eine Erwachsenenschere. Damit du dich mit der immer noch schneidest? Ja. Okay, ich habe das Ganze geöffnet und dies hier sieht so aus. Die Zuckerstange war da auch noch mit drin, aber die wäre sonst rausgefallen. Und ich würde sagen, wir lesen als erstes mal den Brief. Lutschst du jetzt ernsthaft diese Zuckerstange? Hier steht, hallo liebe Vanni, ich wünsche dir erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, der Inhalt dieser Box gefällt dir. Jedenfalls habe ich Dinge eingepackt, die dir gefallen könnten. Mich freut es jedenfalls sehr, dass du dem Tauschpaket zugestimmt hast. Deine Wellies und dein Hund sind übrigens sehr süß. Du gehst sehr gut mit ihnen um und das freut mich. Ganz liebe Grüße, Lida. Und sie hat sogar ein Wellensittich gezeichnet. Also wenn ich einen zeichne, dann sieht die auf jeden Fall nicht so aus. Das ist mega, mega süß. Es ist auf jeden Fall alles eingepackt und ich sehe auch schon Sachen für mich. Das tut mir voll leid, weil bei dir habe ich, glaube ich, gar nichts für dich mit reingepackt. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit diesem Paket hier an. Es ist das Größte, was ich jetzt gerade sehe und damit fangen wir jetzt an. Schmeckt's? Okay, ihr könnt es schon mal sehen. Also es ist von Douglas und zwar nennt sich das Ganze Magical Winter. Einmal ist es, glaube ich, ein Duschbad und ein Duschgel vielleicht. Das kann ich hier gerade noch nicht erkennen. Ich glaube, aus einem ist eine Creme. Also hier unten steht Showergel und Bodylotion. Waren wir gar nicht mal so falsch. Und das oben, schätze ich mal, sind Badekugeln. Oder? Showergel, Bodylotion und Bath Fizzer. Also Badekugeln. Ist auf jeden Fall mega süß und es passt mega zu meinem Pullover, fällt mir gerade auf. Voll abgestimmt. Woher wusstest du das? Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht falsch verstanden, weil bisher sehe ich hier nur Sachen, die für mich sind und ich habe jetzt nur Sachen für deine Wellensittiche eingepackt. Oh Gott, ich hoffe, wir haben nicht aneinander vorbeigeredet. Ich habe mir jetzt diesen kleinen Beutel hier rausgesucht und hier hinten steht drauf, hier ist etwas Leckeres für deine 5 Geier. Ich hoffe, dein schmeckt es genauso wie mein. Okay, das dauert jetzt erstmal. Nochmal eingepackt, aber es sieht nach Wellensittich-Keksen aus. Wie gut, dass du heute welche gemacht hast. Ja, ich habe heute auch welche gemacht, aber irgendwie sind die nichts geworden, die sind alle auseinandergefallen. Okay, hier steht Valley-Kekse, dann wie lange die haltbar sind und Inhalt ohne Ei und oh Gott, und Honig, gesunde Kekse für zwischendurch. Das ist schon mal gut, weil Rachel hat ja diese Krankheit und deswegen gebe ich gar keinen Honig. Aber ist auf jeden Fall mega süß. Ich glaube, das sind nicht mal richtige Valley-Kekse, sondern so Cracker. Also so runde Cracker. Sieht aber mega gut aus. Ich glaube, ich werde meinen Bunchies nachher welche davon abgeben. Mal gucken, wie sie die finden. Aber die kann man, glaube ich, auch ganz gut in diese Wäscheklammern reinmachen. Also ich habe gar keine Halterung bei meinen, weil die Käfigabstände zu groß sind. Deswegen mache ich das immer in so Wäscheklammern rein. Aber das hier hast du echt gut abgepasst, denn meine Valley-Kekse sind kaputt gegangen. Jetzt habe ich neue. Danke. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Sachen, die nicht eingepackt sind. Und zwar haben wir hier einmal einen Badeschaum. Das Ganze nennt sich Lazy Chai Tea. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal ausprobiert haben, aber von Trackamoon haben wir auf jeden Fall mal welche gehabt. Ich glaube, wir hatten was mit Zimt und Apfel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir den mal hatten. Hatten wir den? Mhm. Weil wir holen auch öfters so Badeschaum. Aber die riechen auf jeden Fall mega gut. Also die von Trackamoon kann ich euch echt empfehlen. Und das ist auf jeden Fall super abgepasst. Bestimmt hast du mein eines Video gesehen, wo ich die gezeigt hatte.
Dann haben wir hier noch ein zweites Badesalz, einmal von Dresdner Essenz und das Ganze nennt sich Winterbärenbad mit Bärenduft und Mandelöl. Hört sich auf jeden Fall auch schon mal richtig gut an und dies hatten wir noch nicht, da bin ich mir sicher. Gott, ich rieche mal gar nichts, meine Nase ist so schlecht. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Verpackung zu ist. Nee, da kannst du ja dran riechen oben. Naja, ich schätze mal, es wird einfach nach Bären riechen und ich freue mich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Und dann haben wir als drittes Schokolade, himmlische Vollmilch mit knusprigem Quinoa, Mandeln und Heidelbeere. Das sieht auf jeden Fall mega schön aus, besonders die Verpackung. Hier ist so ein Rehkitz, ich hoffe, man erkennt das. Sieht mega süß aus. Echt? Aber jetzt riecht noch gar nicht. Ja, ne, ihr merkt das auch, oder? Schokolade und ich mache weiter mit dem... Gott, brech dir nicht deine Zähne ab. Okay, während Antonia deine Zuckerstange vernascht und die Schokolade wahrscheinlich auch noch, widmen wir uns weiter dem Tauschpaket. Und zwar sehe ich als nächstes etwas von Bilou. Und zwar ist es Fizzy Berry. Mega cool, das ist ja meine Lieblingsrichtung. Und ich lese aber erstmal vor, was hier draufsteht. Ich dachte, du magst vielleicht Bilou ganz gerne. In Klammern deine Videos. Du bist so gut. Du bist so gut, auf jeden Fall. Also ich habe schon mehrere Sorten von Bilou ausprobiert, aber Fizzy Berry finde ich immer noch am besten und das ist auf jeden Fall mega süß von dir. Oh Mann, ich habe alles nur für deine Wellies reingepackt. Es tut mir leid. Okay, jetzt sehe ich hier nur noch zwei Sachen. Einmal ein kleineres Paket und dann noch so ein riesengroßes. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin sein soll. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. So. Hier ist wieder so ein kleines Kärtchen dran und hier steht, hier ist etwas für die Wellies. Wahrscheinlich musst du es nochmal auseinanderziehen. Jetzt habe ich Angst. Aber bestimmt nicht so, oder? Erstmal auspacken und dann auseinanderziehen. Nehme ich mal an. Es ist kein Böller, oder? Gott, das fühlt sich irgendwie so weich an. Ich habe irgendwie Angst, ich zerdrücke das. Das ist bestimmt so ein Spielzeug, was man einfach aufhängt. Wo sie dann versuchen, an die Kolbenhirse ranzukommen. Okay, das kann man ganz schlecht erkennen. Da ist außen wie so eine Klopapier- oder Papierrolle von solchen Küchendingern, ne? Ja, irgendwie so eine Klopapierrolle, die so ein bisschen auseinandergeschnitten ist. Und dann hat sie da einfach so eine Kolbenhirse rangemacht. Mega cool. Da können sich die Wellensittiche einfach so ein bisschen damit beschäftigen. Ich hoffe, man kann das Ganze so ein bisschen erkennen. Aber ich denke mal schon. Sieht mega interessant aus. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber gut. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, denn Peanut ist sehr, sehr aktiv in der letzten Zeit. Also sie ist ja zahm geworden und ich glaube, sowas würde sie richtig interessant finden. Denn im Moment ist sie immer dabei, mein ganzes Zimmer auseinanderzunehmen und ich glaube, davor würde sie auch keinen Halt machen. Deswegen, das ist eine mega, mega gute Idee. Oh mein Gott! Wir kommen zum größten Paket. Es ist auf jeden Fall weich. Ui, ein Schal, wie geil ist das denn? Oh, sogar von H&M. Ich glaube, ich habe bisher zwei. Die sind beide von H&M. Mega cool. Oh Gott, ich höre die ganze Zeit den Knacken. Okay, der ist von H&M, sage ich jetzt einfach mal so weiter, falls jemand Interesse hat. Der ist so rosa und unten ein bisschen ins Bräunlichere, kann man das so sagen? Ich glaube, ja, ne? Grau-braun. Ist auf jeden Fall mega schön, besonders wenn es so kalt ist in letzter Zeit. Ich vergesse zwar meistens meinen Schal, aber die von H&M finde ich echt gut. Und hier außen, wie nennt man die Teile denn? Und hier außen hat der Schal dann auch noch so ein paar Fransen. Die sind aber, glaube ich, alle in der gleichen. Ne, links ist auch wieder so grau und rechts sind die rosa. Das war's auch schon mit dem Tauschpaket. Vielen lieben Dank natürlich nochmal an dich. Besonders für das Bilou, das finde ich mega süß, dass du das Video geguckt hast und mir das geschenkt hast. Extrem süß von dir. Ich habe dir leider nur Sachen für die Wellies geschenkt. Irgendwie glaube ich, dass wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Aber ich hoffe natürlich, es freut dich trotzdem, beziehungsweise es freut deine Wellensittiche. Mir hat es mega, mega Spaß gebracht und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann nochmal ein Tauschpaket machen können. Ich habe auf jeden Fall Wiederholungsbedarf und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!